Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cats hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Prestige Nummer 2 ist hier bei mir schon zum Greifen nah. Ich brauche nur noch zweimal aufsteigen, um ja wieder auf Prestige drücken zu können. Ja, Stufe 22 gehört noch gemeistert und Stufe 23 gehört auch gemeistert. Und dann hat man die Möglichkeit hier auf Prestige zu drücken. Und ich glaube, ich werde das auch dann wieder gleich machen, wenn ich aufsteige. Ja, die Meisterschaft endet hier ja in 5 Stunden 32 Minuten. So lange möchte ich nicht warten. Ich möchte gerne diese Meisterschaft jetzt direkt aufsteigen, um ja schneller nach oben zu kommen. Und dann vielleicht in 5 Stunden Meisterschaftsstufe 23, die Prestige-Meisterschaftsstufe zu erreichen. Also die Weltmeisterschaft. Aber wie soll ich das anstellen? Ihr denkt euch sicher, Danny, aber du hast ja nicht genügend Teile, dein Fahrzeug ist viel zu schlecht und ja, Leute, das ist es auch. Aber ich habe einen Ass im Ärmel, ich habe wirklich einen Ass im Ärmel und das werde ich euch zeigen, nachdem wir hier geschaut haben, ob wir vielleicht hier noch ein paar Siege uns holen können. Aber es sieht nicht danach aus. Dieses Teil ist ja auch so mächtig mit seinen 3 Raketen. Ja, gegen die gewinnen wir alle nicht, aber vielleicht hat ja irgendjemand sein Fahrzeug geändert. Ne, gegen den haben wir schon gewonnen, das heißt, da gewinnen wir nicht mehr. Aber Leute, was ist hier mein Ass im Ärmel, was ich hier habe? Das ist, ja, dieses Sonderangebot, Leute. Ich habe schon oft von Sonderangeboten gehört, aber irgendwie habe ich gedacht, wieso bekomme ich nie ein Sonderangebot? Wahrscheinlich sind die Sonderangebote wirklich von, Account zu Account verschieden und nicht so wie bei Castle Crush, dass sie die meistens zugleich rauswerfen. So, das möchte ich mir heute gerne holen, denn es kostet nur 5,49 €, wenn man es vergleicht. Das sind 500 Juwelen und allein die sind schon viel billiger, denn 250 kosten schon 5,49 €. Dann hat man noch eine legendäre Kiste dabei, 3 Angriffswerkzeuge und 3 Panzerwerkzeuge. Ich habe am Anfang gedacht, es ist nur eines jeweils, aber es sind wirklich 3 und das ist schon richtig, richtig, richtig geil. Das Angebot läuft noch 43 Stunden und 17 Minuten, aber trotzdem, wir werden es uns heute in diesem Video holen und ich würde sagen, wir reden gar nicht länger rum, Leute. Wir holen uns einfach dieses Angebot und schauen dann, ob wir mit den Teilen, was wir aus den legendären Kisten ziehen, hier was anfangen können. Wir können sonst hier noch die ein oder andere Kiste öffnen. Wow, der ist nice, um hier aufzusteigen. Wow, diese Pyramide ist auch geil. Ich glaube, ich werde auf die umsteigen, denn die hat hier bessere Plätze für die Waffen. Und hat gleich viel Energie. Wow, das war geil. Wir haben schon wieder aus einer normalen Kiste was mega geiles gezogen. Und jetzt werden wir auch noch die Bonuskiste hier öffnen. Was haben wir hier? Einen Reifen. Na gut, und ich glaube auch die Reifenbelegungen der anderen Pyramide sind um einiges besser. Ja Leute, wir bauen da schnell noch was um. Bevor wir hier wirklich... Und das ist nur eine Zweierpyramide. Und die hat nur 44.000, ist schon auf Stufe 3 und hat schon Lebenswerkzeuge drauf. So. Das machen wir einfach, hätte ich gesagt. So, dann noch das hier drauf und das hier drauf. Die sind schön weit unten. Das noch drauf und dann hätten wir es. Wir könnten jetzt noch ein Zusatzwerkzeug raufgeben, wie zum Beispiel einen Heber oder sowas in der Art, aber dafür haben wir zu wenig Energie. Aber im Notfall können wir hier noch immer unsere Energiewerkzeuge verbrauchen. Ich habe ja ganze 4 Stück davon, was eigentlich richtig, richtig nice ist. Und ja, ich hätte gesagt, wir öffnen jetzt einfach mal, oder öffnen wir sie noch nicht. Schauen wir, ob wir so irgendwie aufsteigen. Nee, wir werden so nicht aufsteigen. Wir müssen uns die kaufen. So, wo ist das Sonderangebot noch schnell? Ah, da oben links. Und jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns das. Ich schalte euch hier kurz einen schwarzen Balken ein, damit ihr hier nicht meine Account-Informationen von iTunes lesen könnt. Und ja, mit Touch ID einfach bestätigen. Und da haben wir es auch schon gekauft, Leute. Da ist es. Wir sind jetzt startklar. Und ich würde sagen, wir drücken einfach OK und schauen, was in der legendären Kiste drinnen ist. So. Die Spannung steigt, ich hoffe, da ist vielleicht irgendwas, eine Doppelrakete mit plus 100% Angriff auf Pyramide drinnen, das wäre natürlich mein Traum. Oder ein Wal. Okay, plus 15% auf Surfer, den könnte ich zum Beispiel raufschmeißen auf meine Pyramide hier, um einfach, ja, mehr Leben zu bekommen. Plus 25% auf Pyramide, das Ding ist nice. Wow, plus 100% Angriff, wenn auf Diamant, eine Doppelrakete. Okay, ich habe vorhin gerade von der Doppelrakete mit plus 100% geredet. Leider ist die nur auf einem Diamanten, da habe ich momentan nicht so gute. Aber na gut, und da haben wir auch noch ein Panzerwerkzeug. Das heißt, wir bekommen 4 Panzerwerkzeuge. Oh mein Gott, das ist nice. Ich glaube, hiermit sollten wir schon fast den Aufstieg schaffen. So, zuallererst geben wir dem Teil hier nochmal Energie. So, jetzt haben wir hier 13 Energie und dann schmeißen wir das drauf. Da werden jetzt Kung-Fu-Brocken eigentlich rückgestoßen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Es hat ja doch dann einen Sinn, dieses Gadget hier zu benutzen. Normal sollte er... Ja, genau das wollte ich, dass es passiert, Leute. Und jetzt sieht es gut für uns aus. Yes, wir haben gegen den Joker King gewonnen.
So, wie sieht es gegen ihn aus? Leider hat der einen Rückstoßer, aber wir sind ziemlich stark und können auch gegen ihn gewinnen, da wir jetzt mehr Leben haben. So, was macht er? Okay, er zerstört uns hier. Wir brauchen hier anscheinend mehr Leben. Mehr Leben auf die Pyramide, hätte ich gesagt, oder? Denn diese Energiewerkzeuge, also diese Leben... Wow, es sieht so krank aus, wenn man so viele Werkzeuge hier hat, Leute. Das sieht richtig, richtig geil aus. Und ich würde sagen, wir hauen das Teil einfach mal drauf. Ey, war da nicht eines mit 8000 vorhin? Hä? Oh, wieso haben die 8000, das 8000 und die 7000, obwohl sie beide Carbon 2 sind? Gute Frage. Natürlich nehmen wir das mit den 8000. So, jetzt haben wir bald 100.000 Energie. Wenn wir noch unsere Pyramide so upgraden. So, Stufenaufstieg plus 3000. Jetzt sind wir über 100.000. Und ich glaube, wir brauchen auch hier das ein oder andere. Ach, ich würde hier gerne eine neue Doppelrakete benutzen. Wie viel kostet die? 6. Okay, wir müssen hier nochmal ein Energiewerkzeug raufschmeißen, Leute. Nochmal ein Energiewerkzeug und dann. Und dann können wir diese fette Doppelrakete benutzen. 187.000, ja, das ist es mir wirklich wert. So, diese Doppelrakete hier vorne hat zwar 10.000 Angriff, aber die hat 11.990 und die ist schon gemaxed und hat schon Angriffswerkzeuge drauf. Das ist richtig krass. So, die bauen wir natürlich rauf, plus 1570. So, und da haben wir gleich mal ein Angriffswerkzeug drauf, hätte ich gesagt. Wo ist das Angriffswerkzeug? Haben wir auch so viele davon bekommen? Geben die alle gleich viel? Ja, die geben jetzt alle gleich viel. So. Plus 3007. Das ist wirklich eine Killer-Pyramide, Leute. Die ist wirklich Killer. So. Ich würde sagen, wir geben dir noch einen Stufenaufstieg, indem wir hier was raufhauen. Ja, das hauen wir rauf. Und diese Pyramide könnten wir auch noch plus 2 Stufen. Ja, ich möchte das wirklich verwerten. Wow, jetzt ist es krass. Wir haben 101.000 Leben und 37.000 Angriff. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Und wir haben auch 681 Juwelen, aber die möchte ich gerne sparen für meinen nächsten Prestige-Run. So, leider haben wir hier so eine... Sind wir so langsam? Wir sind hier viel zu langsam. Oder wir hauen jetzt einfach irgendwo nochmal was drauf. Wir könnten auch das Ding upgraden, indem wir hier... Wir haben hier die Doppelrakete gehabt. Wo ist denn die? Ist die noch ganz hinten? Wow, plus 1. Habe ich genug Gold? Nein, es kostet 44.000 Gold. Deswegen werden wir hier gleich mal was raushauen. So, jetzt geht es sich easy aus. Man bekommt hier dann irgendwann schon so viel Gold fürs Verkaufen. Und das ist alles so komisch, Leute. So 9.000. Wie sieht es jetzt aus? Ich muss eigentlich ja nur einmal kurz hier wegkommen von dem Teil. So, damit er mich hier den letzten Hit nicht setzen kann. Der liebe Axel. Lieber Axel, was ist nur los mit dir? Ich will hier wirklich nur gewinnen gegen dich. Mehr nicht. So, aber er hat auch gegen mich. So, haben wir noch ein Angriffswerkzeug drauf? Wäre schon nice. Oder noch ein Lebensenergiewerkzeug hier. Kostet 409.000. Sind sie jetzt komplett verrückt? Oder wir probieren es wirklich noch mit einem... Ja, doch noch mit Räder zu spielen oder so. Nicht mit einem Flitzer oder sonst was. Aber mit dem könnten wir es ja probieren. Jetzt sind wir etwas höher hinten. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Vielleicht... Stoßt er jetzt... Ja, jetzt sollte sich... Ja, jetzt gewinnen wir gegen ihn. Das Rad hat hier uns doch was gebracht. Wow, und er ist so fett krass. Da brauchen wir jetzt noch Leben. Da brauchen wir jetzt noch um einiges mehr Leben. So, nur wo geben wir mehr Leben? Geben wir auf das mehr Leben, auf den Rückstoßer? Oder vielleicht hätten wir mit mehr Angriff gewonnen? Hätten wir mit mehr Angriff gewonnen? Ich weiß es nicht. So, ja, komm, den habe ich hier drauf. Plus 3000 mehr Leben. Mehr Angriff, komm. Wir geben dem Ganzen mehr Angriff, aber wir haben kein Geld. Wir haben schon wieder kein Geld. So, hier hätten wir einen Diamanten, Leute. Aber den brauchen wir wieder nicht. So. Ja, komm. Graden wir auf. Das hier auch. Ja, ich möchte einen Stufe 10 Teil hier verwerten. So, jetzt haben wir fast 40.000 Angriff. Das ging jetzt so schnell, dass wir jetzt auf einmal so viel Angriff haben. Es ist richtig krass. Nur um gegen diesen einen zu gewinnen. Nein! Wir brauchen noch immer mehr Angriff. Come on. Mehr Angriff, mehr Angriff, mehr Angriff. So. Vielleicht doch noch ein Angriffswerkzeug drauf. Kostet 100.000. Aber jetzt, es sollte sich ja fast so schon ausgehen, oder? Es sollte sich, wenn ich noch ein Upgrade mache, auch ausgehen. Dann hauen wir noch das Teil drauf. Plus 700. Und jetzt. Jetzt gebe ich hier alles. Ich will wirklich die meisten... Ich will die Angriffswerkzeuge nicht wirklich hier verbrauchen. Nein! So minimalist! Jetzt brauchen wir aber wirklich nur noch einen Aufstieg, dass wir das hier schaffen.
So, es ist noch nicht gemaxed, das heißt, es ist noch viel Luft nach oben. Aber unser Problem natürlich wieder das Geld hier. Ach, schon wieder zu wenig Münzen. Ich will ja keine Diamanten ausgeben, um mir hier mehr Münzen zu kaufen. Da kaufe ich mir lieber Kisten damit. So. Boah. Das ist manchmal wirklich so nervig. So. Ich hätte gesagt, wir hauen das jetzt hier drauf. So, plus 700. Jetzt haben wir über 40.000 Angriff. Jetzt sollte es sich ausgehen. Come on. Jetzt muss ich dich besiegen können. Wenn nicht, dann hast du es verdient. Ja, so. Jetzt haben wir gewonnen gegen ihn. Und wie sieht es gegen... Oh, nicht überwerfen lassen. Was? Oh mein Gott. Da haben wir noch einen, der was stärker ist wie wir. Wie krass ist das? Wie krass ist wirklich diese Meisterschaft gerade, wo ich jetzt drinnen bin? Die ist mächtig. Da sind nur starke Gegner drinnen. Das sind alles nur mega starke Gegner. Und ich würde sagen, wir benutzen hier einfach mal so ein Panzerwerkzeug auf unsere Walze. Aber ich weiß nicht, ob ich die Walze noch länger benutze. Dieses Teil benutze ich halt doch länger. Deswegen wäre es cool, wenn wir hier was drauf werfen könnten. Puh. So, Gadgets haben. Wir haben fast wirklich nichts mehr. Wir müssen hier zurückgreifen auf unsere Werkzeuge. Aber wir haben jetzt einen Full Carbon Build. Und das freut mich eigentlich auch schon sehr. Okay, wenn wir hier nicht genug Gold bekommen, dann müssen wir fast. So, oder wir nutzen wirklich unsere Juwelen. Das geht natürlich auch noch. So, deswegen würde ich sagen, wir hauen das hier drauf. Ja, wie viel kostet das? 12 Juwelen, das tut schon weh. Ja, aber es hilft ja nichts. Es hilft ja wirklich nichts. So, den Flitzer verkaufen wir auch noch und das Teil auch. Ja, Leute, Sticker verkaufen wir. Sonst heißt es wieder, Danny, du kannst hier deine Sticker auch verkaufen, aber ich finde, man bekommt hier viel zu wenig um sein Geld. Ich steige jetzt bald wieder auf in Prestige und da sind die ganzen Sticker sowieso weg. Deswegen können wir das machen. So, 102.000 kostet das, wenn wir hier dann den Mehrangriff verleihen wollen. Und das wollen wir natürlich. So. Drauf damit. So, und jetzt ist das Teil schon richtig mächtig. Wenn wir jetzt nicht... Ach, kommt schon. Leute, das ist gerade ein mega Teil. Wir müssen hier einfach gewinnen jetzt. Nein, noch immer nicht. Was geht hier ab? Was geht hier wirklich ab? Das Teil zerstört uns so. Es zerstört uns einfach so. Und ich will hier wirklich gewinnen. So, wir hauen jetzt... Mir ist es jetzt egal. Ich hau hier gleich meine Werkzeuge drauf. Das hau ich drauf. Dieser Sticker gefällt mir. Denn das bekommt man, wenn man Prestige ist. Das möchte ich nicht verkaufen. So, das Dollarzeichen gibt mir hoffentlich viel Gold. So, wir verkaufen unsere Sticker, Leute. Es ist die Zeit ist wirklich jetzt gekommen, dass ich meine Sticker verkaufe. Ich war ja immer dagegen, seine Sticker zu verkaufen, aber jetzt ist es endlich soweit. Danny verkauft seine Sticker. Na gut. Hauen wir hier noch ein Panzerwerkzeug drauf, um das Ganze zu überleben. Oder warten wir wirklich, bis wir hier direkt aufsteigen. Es ist schon extremst krass hier, dass wir hier nicht gewinnen können. Wie oft muss ich denn das Teil treffen? Wie oft muss ich wirklich... Er hat 47.000 Angriff. Das heißt, er hat jetzt 47.000, wenn er mich... Rechnen wir mit 50.000, das heißt fast, ich würde fast 150.000 Leben brauchen. Und das ist momentan eigentlich hier nicht möglich, dass wir hier das gewinnen. Wenn wir ihn zerstören wollten mit weniger Schüssen, dann bräuchten wir wie viel Angriff? Okay, nein Leute, das geht sich nicht aus. Es geht, das... Da scheitern wir. Den können wir heute nicht mehr besiegen. Schade eigentlich. Das, ja, und ich will irgendwie nicht meine ganzen Angriffswerkzeuge oder Energiewerkzeuge verbrauchen hier, Panzerwerkzeuge. Wir sind hier eigentlich schon mega stark hier. Wirklich. Und ich glaube nicht, dass uns jetzt heute mehr jemand mehr in hier in den nächsten 5 Stunden überholen wird. Das heißt, wir werden im nächsten Video auf Stufe 23 sein und dort werden wir dann versuchen, in die Prestige aufzusteigen. Ja, Leute, vielen Dank auf alle Fälle bei dir fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Das erste Mal, dass ich mir ein Sonderangebot hier bei Cats gegönnt habe, hat sich richtig ausgezahlt, finde ich. Wir haben jetzt noch 669 Juwelen und ich hoffe, die kann ich in den nächsten Prestige-Run mitnehmen, damit wir dort dann ordentlich und schnell aufsteigen können. Wäre ja auch cool, wenn ich mal einen Stream machen würde, wo ich ja, in einem durch von Stufe 1 auf Stufe 24 machen würde. Aber schauen wir mal, ob wir das zusammenbekommen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben geben und nicht vergessen. Und ja, falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.